Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. In Wendy, verloren, aber berühmt, versicherte Nicola Borella, dass Mexiko ihr das Leben gerettet habe. Nicola Borella, ein peruanisches Model, wurde in Mexiko durch die Reality-Show La Casa de los Famosos bekannt. Obwohl er bereits zuvor an einer anderen Sendung teilgenommen hatte, verschaffte ihm seine Teilnahme an La Casa de los Famosos große Bekanntheit, insbesondere beim weiblichen Publikum, was ihm den Spitznamen der Freund von Mexiko einbrachte. Dieser Erfolg in Mexiko kam für ihn unerwartet und er beschloss, sein Leben in Peru aufzugeben, um in Mexiko Karriere zu machen. In einer Präsentation der Sendung Wendy, verloren, aber berühmt, brachte Nicola Borella ihre Unterstützung für ihre Freundin Wendy Guevara zum Ausdruck, mit der sie während ihrer Zeit in La Casa de los Famosos eine Freundschaft geschlossen hatte. Darüber hinaus kündigte er an, dass er bald ein peruanisches Restaurant in Mexiko-Stadt eröffnen werde und freue sich auf diesen neuen Abschnitt in seinem Leben. Nicola Borella teilte mit, dass es ihr Ziel sei, durch ihr Restaurant ein Stück peruanische Kultur nach Mexiko zu bringen und dabei die Aromen beider Länder zu vereinen. Er betonte außerdem, dass er über alle gesetzlichen Arbeitserlaubnisse in Mexiko verfüge und beabsichtige, die mexikanische Staatsbürgerschaft anzustreben, da er vorhabe, im Land zu bleiben und zu leben. Trotz einiger negativer Kommentare, die er wegen des Wechsels seiner Nationalität erhalten hat, hat sich Nicola Borella auf die positiven Meinungen konzentriert und den negativen Kommentaren keine Beachtung mehr geschenkt. Er glaubt, dass die Menschen in Mexiko ihm eine neue Chance und Leidenschaft für seine Karriere gegeben haben. Das Model brachte auch seinen Wunsch zum Ausdruck, jene Landsleute zu repräsentieren, die ihre Träume fernab ihres Herkunftslandes verwirklichen wollen, und dass es für ihn eine Errungenschaft sei, in Mexiko zu sein und bei Televisa zu arbeiten, das Ergebnis seiner Bemühungen und seines Engagements. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nicola Borella dank seiner Teilnahme an einer Reality-Show in Mexiko im Land Erfolg hatte und plant, ein peruanisches Restaurant in Mexiko-Stadt zu eröffnen. Darüber hinaus strebt er die mexikanische Staatsbürgerschaft an und ist dankbar für die Chance, die ihm Mexiko in seiner Karriere gegeben hat. Abonnieren Sie uns und folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.